Vielen Dank für das Interesse an meiner Arbeit. Vielen Dank fürs Einschalten. In diesem Video stelle ich eine aktuelle Forschungsarbeit aus unserer Abteilung vor. Hierfür habe ich eine der vier Dimensionen von Dieter Barkes bekanntem Medienkompetenzkonzept gewählt. Es geht um die Mediengestaltung. Das ist eine Dimension, die gerade mit Blick auf die aktuellen gesellschaftlichen Transformationsprozesse meines Erachtens wertvolle, praktische, pädagogische Ansätze für Schule und Unterricht anbietet. Ansätze, die, wie ich finde, in der schulischen Praxis aktuell noch etwas kurz kommen. In diesem Vortrag geht es nicht nur um theoretische Annahmen, nicht nur um sozusagen die theoretische Basis der Studie und die Methode, sondern natürlich auch um die Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben. Und inspiriert hat uns zu dieser Studie ein aktuelles Drittmittelprojekt. Das ist das Verbundprojekt Maker Education Digital, Make It Digital, das von 2020 bis 2023 bei uns in Ludwigsburg gemeinsam mit vier anderen Hochschulen und Universitäten angeboten wurde und im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerinnenbildung des BMBFs akquiriert wurde. Und Ziel des Projekts war, den Studierenden der vier beteiligten Hochschulen Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung mit digitalen Medien und Technik anzubieten. Intention mit Blick auf die Studierenden war die Ausprägung der sogenannten digitalisierungsbezogenen Kompetenzen. Dieses Ziel hatten ja auch viele weitere Projekte aus der Qualitätsoffensive Lehrerinnenbildung. Besonders und damit auch ein weiteres Ziel von Make It Digital war, den Studierenden außerdem Erprobungsräume anzubieten, um Lehr- und Unterrichtsszenarien aus der Fach- und aus der medienpädagogischen Perspektive eigenständig zu entwickeln und zu reflektieren. Und in diesem Zusammenhang entstanden verständlicherweise als übergeordnetes Ziel zahlreiche Lehrkooperationen und entsprechende Erweiterungen unserer Lehrveranstaltungen. Aber auch für unsere Forschung war die Arbeit im Makerspace sehr inspirierend. Und das zeigt sich hier, so entstanden im Projektkontext einige theoretische, konzeptionelle und auch einige empirische Arbeiten, unter anderem zur Frage, was denn genau diese digitalisierungsbezogenen Kompetenzen sind, zu detaillierten Ansätzen wie Making, Tinkering, Hacking, aber eben auch eine ganz interessante medienethnografische Studie. Und genau um diese medienethnografische Studie geht es in diesem Video. Die Studie ist sogar schon veröffentlicht. Sie wurde im letzten Jahr, im Dezember 2023, im Heft Making and More, gemeinsam Lernen, Gestalten der Schweizer Online-Zeitschrift Medienpädagogik veröffentlicht. Das heißt also für diejenigen von Ihnen, die entsprechend noch mal ein bisschen genauer als das, was ich in diesem Video kurz erzählen kann, in die Studie hineinschauen können. Die Studie ist frei verfügbar, veröffentlicht und da können Sie entsprechend reinschauen und das, was ich in diesem Video nur relativ kurz sage, dann noch einmal nachlesen. Uns trieb die Frage um, ob mit der Erweiterung der medialen und technischen Möglichkeiten auch eine Erweiterung der menschlichen Handlungsmöglichkeiten verbunden ist. Das kann man sagen, war so die Forschungsfrage und ich nehme auch schon mal so ganz grob das Ergebnis vorweg. Wir konnten in der praktischen Arbeit im Makerspace feststellen, dass Individuen sich nicht nur vermehrt mit und innerhalb digitaler Medien und Plattformen artikulieren, sondern auch zunehmend in der Gestaltung medialer und digitaler Artefakte. Kurz gesagt hängt das mit den digitaltechnischen Prinzipien zusammen, wie beispielsweise der funktionalen Konvergenz oder auch der Softwareorientierung digitaler Medien. Denn wenn beispielsweise vor zwei Jahrzehnten noch für jede Medienfunktion ein eigenes Gerät mit spezifischer Hardware nötig war, genügt heute eine gute Idee für eine App. Das heißt also, durch die Softwareorientierung als ein Prinzip digitaler Medien wurde die Mediengestaltung noch einmal einfacher. Also das heißt, Technik zu gestalten ist heute noch einmal einfacher, noch einmal leichter möglich, als es bisher war. Und weitere Ermöglicher für Gestaltung von Medien und Techniken sind Makerspaces, da sie uns Zugänge zu komplexen Werkzeugen
und Maschinen anbieten und dadurch auch die ohnehin grundlegende Offenheit und Plastizität digitaler Technik, das meinte ich gerade mit den Beispielen, die sich eben aus den Prinzipien des Digitalen ergeben, dann noch weiter verstärken. Diese Beispiele sollen zeigen, dass sich die Gestaltungsmöglichkeiten insgesamt mit Medien und Technik in den letzten Jahren nochmal deutlich erweitert haben. Und wir wollen nun erfahren, in welcher Intensität diese Möglichkeiten auch tatsächlich genutzt werden. Und entsprechend interessierte uns das Gestalten von Medien und Technik als erweiterte Form der menschlichen Artikulation. Unsere zentrale Annahme dabei ist, dass Menschen sich nicht nur mittels klassischer Codes, also wie Gestik, Mimik, Sprache, Schrift, Musik oder Tanz artikulieren, sondern sich eben auch mittels der Gestaltung digitaler Medien und Technik individuell ausdrücken können. Und viele von Ihnen werden da sicher eine deutliche Parallele zu den etablierten gestaltungsbezogenen medienpädagogischen Ansätzen sehen. Wir wissen ja, dass kulturelle Handlungsweisen, soziale Praktiken stets auch im Zusammenspiel mit technischen Entwicklungen entstehen. Und diese digitalen Prinzipien prägen entsprechend auch menschliche Kommunikations- und Handlungskontexte. So prägen sie eben auch, und das war unser Forschungsinteresse, auch die menschlichen Artikulationsmöglichkeiten. Um diese grundlegende Annahme noch etwas anschaulicher erklären zu können, möchte ich auf diesen bestimmt bekannten Gedanken von Paulo Freire hinweisen. Er sagte, Schriftcode ist der Code der Mächtigen, das heißt der Code, den man beherrschen muss, um Welt bzw. Gesellschaft mitzugestalten. Paulo Freire war Erziehungswissenschaftler und entwickelte in den 1960er Jahren in seiner Heimat Brasilien ein Alphabetisierungsprogramm. Und er engagierte sich deswegen, da für ihn ein direkter Zusammenhang bestand zwischen Alphabetisierung und der aktiven Teilhabe an Gesellschaft. Wobei dafür muss man natürlich noch wissen, dass seinerzeit Analphabeten in Brasilien nicht wahlberechtigt waren. Das heißt also, das verstärkt entsprechend diese These noch einmal mehr. Aber auch ohne die Berücksichtigung dieser Besonderheit verfügt der Satz, meine ich, über zentrale Aussagekraft. Das heißt also, in einer literaten Gesellschaft ist Lese- und Schreibfähigkeit die Voraussetzung für gesellschaftliche Handlungsfähigkeit und Teilhabe. Und nun ist unsere aktuelle Gesellschaft eben nicht nur eine literate Gesellschaft, eine schriftbasierte Gesellschaft, sondern die gesellschaftlichen Metaprozesse, Mediatisierung und Digitalisierung haben überdies unsere Welt geprägt. Und daher die Frage, welche Voraussetzungen für gesellschaftliche Handlungsfähigkeit besteht nun in einer durch Medien, digitale Medien, Plattformen und auch KI-basierte Systeme geprägten Gesellschaft? Und mit Blick auf die Frage nach gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit kommt man natürlich auch nicht um die klassische Zieldimension der Medienpädagogik herum, die Medienkompetenz bzw. die Medienbildung. Und hier mal die Minimaldefinition als Arbeitsthese. Medienkompetenz beschreibt die Fähigkeit, in aktiv aneignender Weise alle Arten von Medien für das Kommunikations- und das Handlungsrepertoire von Menschen einzusetzen. Aus heutiger Sicht und unter Verwendung eines, wie schon gesagt, recht breiten Medienbegriffs kann man dann konstatieren, mit neuen medialen technischen Möglichkeiten und deren verstärkte gesellschaftliche Nutzung ist der Code der Mächtigen, den man beherrschen muss, um Gesellschaft aktiv mitzugestalten, nicht mehr nur die Schrift, sondern ist heute die Schrift, das Bild, das technische Design, der Computercode, das technische Artefakt und so weiter und so weiter. Und entsprechend müssen wir Medienbildung breiter und weiter denken. Die Erkenntnis, dass unsere Gesellschaft durch technologische, technische und mediale Prinzipien geprägt ist, ist aber freilich natürlich nicht neu. Also wie man hier sieht, wurde gerade in der Soziologie, in der Kultur- und Medienwissenschaft und natürlich auch in der Medienpädagogik intensiv zu diesen Metaprozessen gearbeitet. Und um mein Argument noch ein bisschen mehr zu stützen, erlaube ich mir einen sehr kurzen Rückblick in die Historie der Medieninnovationen.
Und dieser Blick zeigt, dass sich, wenn man so die gesamte Mediengeschichte sich mal anschaut, ich habe hier so ein paar Meilensteine aufgeführt, ein interessantes Wechselspiel besteht aus einerseits Ermöglichung und andererseits Erfordernis. Und dieses Wechselspiel beginnt beim Buchdruck, der Bildungszugänge ermöglichte, aber hierfür die Alphabetisierung erforderte. Und reicht eigentlich bis heute, wenn wir uns beispielsweise über generative KI oder künstliche neuronale Netze unterhalten. Mit jeder Medieninnovation entstehen also neue Artikulationsmöglichkeiten. Und wenn wir diese Möglichkeiten nutzen, da wir uns beispielsweise einen Nutzen davon versprechen, wie zum Beispiel von generativer KI, dann bringen sie gleichzeitig auch entsprechende Erfordernisse mit sich. Also wir müssen lernen, mit diesen neuen Medien, mit diesen Innovationen umzugehen. Deutlich wird dieses fundamentale Wechselverhältnis auch in diesem Zitat einer Lehramtsstudentin, mit der wir im Rahmen unserer medienethnografischen Studie über ihre Making-Erfahrung gesprochen haben. Sie sagte, wir hatten eigentlich schon Bock, etwas Schönes zu machen, weil die Geräte einfach auch dazu einladen. Und wir hörten ähnliche Aussagen immer wieder und mich erinnerten diese Aussagen an meine praktischen Erfahrungen aus der aktiven Medienarbeit. Die aktive Medienarbeit ist ja der erprobte Ansatz der Medienpädagogik und in der aktiven Medienarbeit werden Medieninhalte von Kindern und Jugendlichen aktiv gestaltet, um über diese Gestaltungsprozesse etwas über die medialen Strukturen zu lernen und gleichermaßen lernen die Kinder und Jugendliche auch die eigenen Einstellungen, Auffassungen kreativ mittels Medien zu artikulieren. Also das heißt, indem Medien in den Dienst genommen werden und mediale Inhalte selbst erstellt werden, können die subjektive Bedeutung von Medieninhalten reflektiert werden, sowie auch ganz eigene Ideen zum Ausdruck gebracht werden. Ich finde, richtig toller Ansatz. Bedauerlich ist nur, dass das Potenzial der aktiven Medienarbeit ganz im Allgemeinen in der Schule bisher kaum genutzt wird. Und selbst in der medienpädagogischen Praxis nehme ich immer wieder einen recht engen Medienbegriff wahr, was dazu führt, dass aktive Medienarbeit als Methode der handlungsorientierten Medienarbeit in der Regel mit dem Medium Video verbunden wird, aber bisher kaum mittels digitaler Medien und Technik, die sich nämlich aber aufgrund ihrer, ich sage das schon, prinzipiell in Offenheit und Plastizität gleichermaßen gut für die aktive Medienarbeit eignen würde. Und was mich zur Frage führt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen tradierten Medien wie Audio-Video-Medien, AV-Medien und digitalen Medien und Technik? Also die prinzipielle Offenheit und Plastizität und der Aufforderungscharakter digitaler Technik sind es schon mal nicht, denn beide laden eigentlich zum spielerisch-kreativen und experimentellen Umgang ein. Aus dieser Erkenntnis resultiert die grundlegende Annahme unserer Studie. Artikulation ist nicht nur in der Malerei, dem Tanz und der Musik und so weiter möglich, sondern eben auch mittels Technik und digitalen Medien. Und schaut man mal genauer in die konzeptionelle Gründungsurkunde der Medienkompetenz, also der Habilitationsschrift von Dieter Barke aus 1973 und auch das tradierte Modell aus den 1990er Jahren, dann sind mit der Mediengestaltung auch bereits dort alle kreativ-ästhetischen Varianten, so sagt er das, die über die Grenzen der alltäglichen Kommunikationsroutinen hinausgehen, gemeint. Und keineswegs eine Beschränkung nur auf die Kommunikationsroutinen des Mediensystems. Soweit in aller Kürze zu den zentralen Annahmen unserer theoretischen Basis der medienethnografischen Studie. Nun schauen wir uns noch ein bisschen das Methodensetting an, also wie haben wir geforscht. Wir haben uns einige Gedanken zur methodischen Ausrichtung zur Forschungsfrage ohnehin, aber auch wie wir entsprechend forschen können, gemacht. Sie finden aber, wenn Sie das sozusagen im Detail interessiert, die Methodendiskussion in der ausführlichen Form auch in dem Artikel, den ich vorhin gezeigt habe. Das heißt, da kann man das nochmal, wenn Ihnen das jetzt gleich zu schnell gehen sollte, noch ein bisschen ausführlicher
nachlesen. Wir haben uns dann letzten Endes für den in der Medienpädagogik sehr etablierten Ansatz der Medienethnographie entschieden. Einschlägige Arbeiten sind hier zum Beispiel Arbeiten von Patrick Bettinger, Dan Verständig oder Michael Waltinger. Und besonders hilfreich war auch die Methodenliteratur von Stefan Thomas, von Götz Bachmann und Andreas Wittel sowie Jörg Bergmann. Und finden Sie auch hier nochmal, später im Video finden Sie auch noch eine Literaturliste und hier hatte ich Ihnen entsprechend die kurzen Verweise, also wenn Sie da nochmal genauer reinschauen wollen. Die Literatur finden Sie aber natürlich auch in dem Artikel, den ich vorhin gezeigt habe. Die Interviews haben wir dann im Makerspace geführt, während das letzte Making-Projekt der jeweiligen Person, der Probandin, des Probanden, dann das Zentrum der Gesprächssituation bildete. Und das gab den Vorteil, dass wir dann relativ mit einer einfachen Erzählaufforderung, nämlich bitte beschreiben Sie Ihr Projekt, das relativ einfach dann Zugang in diese Interviews erfolgen konnte. Ja, und im weiteren Gesprächsverlauf haben wir dann unter anderem über die Idee gesprochen, des jeweiligen Projekts und den Gestaltungsprozess auch selbst. Und für die Datenauswertung haben wir die Interviews dann anonymisiert und transkribiert und anhand der inhaltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Meiring und Michaela Gläser-Zikuda ausgewertet. Anhand induktiver und deduktiver Kategorien haben wir dann die Interviewprotokolle mittels der Software MaxQDA strukturiert und entsprechend kollaborativ ausgewertet. Und bei der Kategorienbildung haben wir das vielleicht ein besonderer Zugang, das Frankfurt-Dreieck als Referenzrahmen genutzt. Das zeige ich gleich nochmal, was wir da genau gemacht haben. Denn nämlich ausgehend vom Zentrum des Dreiecks können konkrete Artefakte und spezifische Artikulationsformen aus diesen jeweils drei Perspektiven betrachtet werden, nämlich die technologisch-mediale Funktion, Struktur und Funktion, die gesellschaftlich-kulturellen Wechselwirkungen und die Interaktionsperspektive. Und dadurch kann das Gesagte eben über die Artefakte, der Making-Prozess sowie auch das erstellte Artefakt selbst den Ausgangspunkt bzw. das Zentrum der Analyse bilden. Das heißt also über diese Achsen, das ist so die Idee des Frankfurt-Dreiecks, besteht dann die Möglichkeit, diesen Betrachtungsgegenstand, in diesem Fall eben das digitale, das technische Artefakt, genauer sich anzuschauen und über diese Struktur des Frankfurt-Dreiecks dann entsprechend auch die Kategorien leichter bilden zu können. Und hier ein kleiner Einblick in die Kategorien, beispielsweise die erste Kategorie persönliche Kompetenzen, verfügt dann noch über weitere Subkategorien wie Vorwissen, Ansprüche, Emotionen, Hemmung, Learnings und weitere Kategorien, beispielsweise Soziales und Kommunikation, Interaktion, Ästhetik und Funktionalität, Arbeitsweise und Arbeitsatmosphäre, Nachhaltigkeit und Umwelt und so weiter. Das können Sie aber tatsächlich im Artikel noch ein bisschen detaillierter nachlesen. Kommen wir also dann jetzt direkt zu den Erkenntnissen. Blicken die zentralen Erkenntnisse zeigt, wir konnten erstmal unsere aus der theoretisch-konzeptionellen Auseinandersetzung entwickelte These bestätigen, wobei man natürlich jetzt hier immer vorsichtig sein muss, wenn ich von Bestätigung einer These spreche, weil es natürlich nicht um eine Hypothesenprüfung ging. Dafür wäre die Stichprobe auch viel zu klein. Wir haben medienethnografisch, also qualitativ, rekonstruktiv geforscht und daher war uns vielmehr wichtig, die Sichtweisen und die Deutungszusammenhänge der studentischen MakerInnen nachzuspüren und weniger entsprechend eine konkrete Hypothese zu prüfen. Deswegen muss man da sozusagen immer vorsichtig bei der Interpretation sein. Aber erstmal kann man schon sagen, dass wir feststellen konnten, dass das, was wir uns theoretisch und konzeptionell entwickelt haben, dass wir einige Indizien dafür gefunden haben, dass das eine valide Annahme ist. Und entsprechend wir ganz interessante Beispiele aufdecken konnten, in denen unsere ProbandInnen ihre Erfahrungen nicht mehr nur über klassische Codes wie Sprache,
Sprache, Schrift, Musik oder Tanz ausdrücken, sondern eben auch mittels der gestalterischen Auseinandersetzung mit digitalen Medien und digitaler Technik. Dabei evozierte die Einordnung der digitalen Artefakte und der Artikulation über die drei Perspektiven des Frankfurt-Dreiecks auch erste Hinweise darauf, dass die technisch-medialen Strukturbedingungen wie Medialität, Materialität sowie weitere Prinzipien des Digitalen den Rahmen bilden, innerhalb dessen sich die neuen Artikulationsformen konstituieren. In diesem Wechselspiel zwischen medialen und digitalen Strukturen und Prinzipien sowie individuellen Ideen und Vorstellungen konstituieren sich nicht zuletzt dann eben auch persönlichkeitsbildende, gesellschaftsprägende Aspekte, die wiederum das digitale Artefakt, aber eben natürlich auch die Individuen selbst und ihre Umwelt prägen. Also hier konnten wir immer wieder eigentlich die klassische interaktive Wechselbeziehung zwischen Individuum und Welt, eben einer digitalen, einer digitaltechnischen, einer medialen Welt feststellen. Die Auswertung zeigte aber auch, dass diese neuen Artikulationsformen von den meisten ProbandInnen noch nicht umfänglich genutzt werden, naja, zumindest noch nicht in allen Dimensionen. Das heißt, technische Artikulationsfähigkeit kann zwar die Handlungsmöglichkeit eines Individuums erweitern, aber ist natürlich, irgendwie auch wenig verwunderlich, eben keine angeborene menschliche Befähigung, sondern eine Kompetenz, die erlernt werden kann, etwa wie eine Sprache oder auch ein Musikinstrument. Eine Erkenntnis, die jetzt gerade aus medienpädagogischer Perspektive nicht verwundert, denn irgendwie Medienkompetenz fällt ja schließlich auch nicht vom Himmel, und das heißt, wir wissen ja seit langer Zeit, dass an der Digital Native These eigentlich nichts dran ist. Und in der praktischen Arbeit im Makerspace konnten wir immer wieder beobachten, dass die unterschiedlichen Reflexionsgrade unserer ProbandInnen mit just den Ansätzen korrelieren, mit denen wir uns auch vorher schon in den konzeptionellen Beiträgen beschäftigt haben. Es geht da zum Beispiel um Tinkern, Coding und Hacking. Und das brachte uns auf die Idee, diese nachgespürten Aktions- und Reflexionsgrade bei der Medien- und Technikgestaltung mittels dieses Modells, das wir hier entwickelt haben, zu visualisieren. Studierende, die zum Beispiel erstmals in den Makerspace kommen und sich bezüglich ihrer Making-Erfahrung eher so in den Anfängen befinden, konnten wir primär der ersten Dimension zuordnen, da sie sich im Wesentlichen an die Technik bzw. an das Werkzeug herantasten und die Technik primär in den dafür vorgesehenen Rahmen nutzen. Ein einfaches Beispiel, dieser Stift hier, den verwendet man natürlich, also der wurde von seinem Entwickler, von seiner Entwicklerin zum Schreiben natürlich vorgesehen, aber beispielsweise, wenn ich irgendwas hebeln muss, dann kann ich natürlich diesen Stift auch verwenden oder einen Schraubendreher, der beispielsweise natürlich dafür entwickelt wurde, eine Schraube hineinzudrehen, den könnte ich beispielsweise, wenn ich irgendwo mal was meißeln muss, ihn mal schnell auch als Meißel nehmen, zweckentfremden. Und dieser eher kreative Werkzeugeinsatz kommt eigentlich erst in der nächsten Dimension, beispielsweise dem Tinkern zum Tragen. Beim Tinkern reizen MakerInnen die Grenzen eines technischen Geräts oder eines Werkzeugs aus und lernen eben über dieses Ausreizen etwas über das Medium. Und dabei ist natürlich nicht Ziel, dass alle Menschen zu TechnikerInnen oder auch zu IngenieurInnen werden, sondern ich bin da eher beim kreativ-spielerischen Ausprobieren und damit weniger beim Ingenieur als beim Bricoleur. Und diesen Unterschied hat zum Beispiel der französische Ethnologe Lévi-Strauss ja auch hingewiesen. Und vielleicht der bekannteste Bricoleur ist MacGyver. Ja, also ein, wenn Sie es nicht kennen, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen in diese Filme. Faszinierend, wie er aus Kleinigkeiten dann etwas bastelt, womit er sich aus vermeintlich schwierigen Situationen herausholt. Ja, das ist sozusagen die perfekte Folie für den Bricoleur. Ein Beispiel noch aus der Grundschule. Beispielsweise hier auf dem Bild, da haben
Kinder einen Roboter, also ähnlich wie ein Ozobot gebaut, den man per LDR, per lichtempfindlichen Sensor so einstellen, so entsprechend also bauen und programmieren kann, dass er einer Linie folgt, hier in diesem Fall einer schwarzen Linie. Und in der Regel ist das dann so, wenn Kinder mit dieser Technik spielen, ist erstmal gebaut natürlich, das ist schon mal interessant, aber es dauert in der Regel nicht so richtig lange, bis dann eines der Kinder auf die Idee kommt, die Linien dann so eng zu ziehen, dass der Bot vielleicht es nicht mehr schafft, die Linie verliert oder vielleicht sogar entsprechend umfällt. Und das meine ich mit Tinkern, das heißt also spielerisch, kreativ die Technik an ihre Grenzen bringen und darüber dann etwas über die Technik selbst lernen. Fortsetzung zum Beispiel des Tinkerns wäre, wenn ich dann irgendwann den Bot wieder auseinanderschraube und darüber versuche zu erkennen, wie ein solcher Bot funktioniert. Also der Blick unter die Motorhaube im weitesten Sinne. Und im übertragenen Sinne ist das auch, was wir im Medienkontext mit Medienkritik bezeichnen würden. Ich setze mich also kritisch mit den Möglichkeiten und Grenzen eines, jetzt in diesem Fall, digitalen Tools auseinander. Ja, soweit das Beispiel von der Techniknutzung zum Tinkern, zur Technikkritik. Bei den folgenden Dimensionen, die Sie hier sehen, wären die Schritte ähnlich. Und wichtig ist noch zu betonen, dass die Zahlen suggerieren hier eine bestimmte Folge. Aber tatsächlich konnten wir beobachten, dass da durchaus eine gewisse, also nicht selten auch eine gewisse Reihenfolge ist. Aber die ist natürlich hier nicht intendiert. Das heißt also, es sind jetzt keine exakten Reflexionsstufen, die wir hier identifiziert haben, sondern es sind eher Aufweise oder Stufen, in denen sich MakerInnen befinden können. Und interessant ist hier dann auch, dass wenn man sozusagen mit dem Ziel der gezielten Förderung, wenn sich eine MakerIn in einer bestimmten Position befindet, dann wäre sozusagen die Förderungsmöglichkeit dann die jeweils nächste. Aber wie gesagt, eben keine, die Nummerierung könnte es nahelegen, dass es hier sozusagen eine Wertigkeit gibt und die ist eher nicht vorhanden, sondern das geht eher darum um Einzelfänomene, die aber gar nicht so selten auch in dieser hier aufgezeigten Reihenfolge entsprechend auch im Makerspace uns aufgefallen sind. Ja, Sie sehen, ich arbeite schon so langsam auf mein Fazit hin. Dazu möchte ich noch einen Blick auf den Gegenstand Digitalisierung noch einmal kurz aus der gesellschaftlichen Metaebene sehen und auf das pädagogische Praxisfeld Schule hin entwickeln. Digitalisierung wurde ja von einem informatischen Begriff, der ursprünglich den Übertrag analoger Erscheinungsformen in diskrete Werte behandelt, zu einem Begriff, der einen gesellschaftlichen Metaprozess beschreibt. Und einen gesellschaftlichen Metaprozess, der uns in neuen kulturellen Handlungsräumen neue Gestaltungspotenziale anbietet. Und mit diesen Möglichkeiten gehen aber zumindest jetzt aus pädagogisch-normativer Sichtweise auch Gestaltungsverpflichtungen einher. Denn so manche technologische und technische Entwicklung erfordert den Übertrag, das Überdenken oder mitunter auch die Neugestaltung tradierter Praxen. Wenn wir uns aber in einer von Mediatisierung und Digitalisierung geprägten Welt befinden, die uns Individuen wiederkehrend neue Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten anbietet, dann werden diese Gestaltungsmöglichkeiten nur für diejenigen echte Handlungsoptionen, die auch erkannt haben, dass dieses selbstbestimmte Gestaltbarkeit von Medien und Technik auch wirklich möglich ist. Das heißt, Menschen sollten erkennen, dass Technik nicht nur gegeben, sondern grundsätzlich kritisierbar und damit entsprechend auch gestaltbar ist. Und diese Erkenntnis reift am besten eben durch das selbstbestimmte Gestalten, wie seit Jahrzehnten eben in der aktiven Medienarbeit. Man könnte sagen, Medienbildung durch Medienhandeln. Nur eben nicht in Bezug auf Medien, sondern in Bezug auf Medien und digitale Technik. Und damit schließt sich der Kreis zum zentralen Gedanken. Jede Medieninnovation, die gesellschaftliche Relevanz erreicht, bringt uns neue Bildungserfordernisse mit. Ob es nun
um die Demokratisierung des Wissens, also zum Beispiel durch den Buchdruck geht, oder die Entlastung von geistiger Arbeit durch generative KI. Bei Medien war es ja oft so, dass die Medien aber nicht nur eine Herausforderung für das Bildungssystem waren, sondern gleichermaßen auch ein entscheidender Teil der Antwort. Denn Medien bieten gerade für die Schule umfängliche Möglichkeiten für das Lernen und Lernen, für das Lehren und Lernen. Und nicht zuletzt war die Schule auch der Ort der breiten Alphabetisierung als die zentrale Zugangsvoraussetzung für Bildung. Also da bin ich wieder beim Buchdruck. Und heute aber geht es eben um eine Alphabetisierung nur in Bezug auf andere Codes. Verbunden mit der Kritik am Positivismus und am lerntheoretischen Verständnis seiner Zeit, das eher so ein kognitivistisch-mechanisches war als ein konstruktivistisch-aktivierendes, übte Paulo Freire übrigens auch Kritik an der Schule. Die vorherrschende Unterrichtsmethode nannte er Bankiersmethode und kritisiert eben, dass Bildung als so eine Art Spareinlage verstanden wurde. Also LehrerInnen machten Einlagen in die Köpfe der passiven Schülerinnen und Schüler. So schreibt er zumindest in Pädagogik der Unterdrückten, das Bankierskonzept beruht auf der Voraussetzung einer Spaltung zwischen Mensch und Welt. Der Mensch ist nur in der Welt, aber nicht mit der Welt. Der Mensch ist Zuschauer, aber nicht Neuschöpfer. Und wirbt für eine Aktivierung und Reflexion, mehr Reflexion in der Schule mit dem Ziel der Entwicklung eines kritischen Bewusstseins. Und als Alternative versteht er die problemformulierende Bildung, also eine Idee, die SchülerInnen aktivieren soll. Das Problem-Based Learning, die Problemorientierung bzw. das problemorientierte Lernen ist aber, wie das forschende Lernen ganz insgesamt, in der Schulpädagogik, in der Medienpädagogik inzwischen eigentlich ein alter Hut. Aber wenn wir mal kritisch in die Praxis schauen, dann stellen wir fest, dass aus unterschiedlichen Gründen die Mediengestaltung in der Schule noch nicht so richtig angekommen ist. Dabei ist diese Idee schon über 50 Jahre alt und wäre eigentlich richtig gut. Denn gerade Medien und Technik eignen sich aufgrund ihrer grundlegenden Offenheit und Plastizität dazu, den medialen und digitalen Wandel pädagogisch begleitet sichtbar, begreifbar, im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar und thematisierbar zu machen. SchülerInnen könnten überdies selbst Realitäten und Kulturräume erzeugen, beeinflussen oder nachhaltig verändern. Es geht also bei der Digitalisierung nicht nur um informatische Inhalte. Es geht auch nicht nur um Technik und nicht mal nur um Medien, sondern eigentlich um nichts Geringeres als das produktiv-kreative Verhältnis zwischen Individuum und Welt. Einer Welt, die aber eben nun mal durch Mediatisierung und Digitalisierung geprägt ist. Und damit vielen Dank für Ihr Interesse an diesem kurzen Video. Und hier noch die Literatur, die ich verwendet habe, auf zwei Folien. Aber Sie finden, wie gesagt, den gesamten Artikel, den ich hier vorgestellt habe, inklusive der Literatur, dann natürlich auch in dem Beitrag und in der Beschreibung des Videos habe ich den Beitrag, also das heißt hier unten, habe ich den Beitrag entsprechend verlinkt. Ja, und dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für Ihr Interesse.